A Dreamer's Journey. Das ist der Podcast für alle Träumer da draußen. Für Menschen mit Visionen, für Menschen, die spüren, hey, da ist viel mehr in mir und es will raus. Mein Name ist Marius Michler und ich gehe diesen Weg mit dir. Du bist heute dabei, das ist Folge Nummer 1. Hör auf dein Herz, lebe deinen Traum. Leinen los, jetzt geht's los mit Folge Nummer 1. Viel Spaß dabei. Hallo, hallo, willkommen zu Folge 1 von A Dreamer's Journey, meine Freunde. Das ist Folge Nummer 1 mit dem Titel Hör auf dein Herz und lebe deinen Traum. Meine Freunde, es ist endlich soweit. Das ist die erste Podcast-Folge, die ich jemals aufnehme. Falsch. Ich habe schon mal eine aufgenommen, da war die Audio ziemlich scheiße, deswegen nehmen wir die nochmal auf. Aber Leute, ich freue mich riesig, diesen Podcast hier aufzunehmen. Wow. Ich habe es mega lange nach hinten verschoben, aber jetzt geht es endlich los. Und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Denn heute erzähle ich dir meine persönliche Geschichte und warum ich jetzt an diesem Punkt stehe, wo ich gerade stehe. Und ich hoffe einfach, dich mit meiner Story ein wenig inspirieren zu können. Und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Teil wieder. Also Leute, lasst uns reinstarten. Diejenigen von euch, die mich schon ein wenig länger kennen, wissen, dass ich Reisen über alles liebe. Ich liebe es, einfach zu reisen. Ich liebe es, das Land zu verlassen, die gewohnte Umgebung zu verlassen, in eine neue Kultur, in ein neues Land einzutauchen, neue Menschen kennenzulernen und einfach eine neue Erfahrung zu sammeln und auch ein Stück weit zu wachsen, denn auf Reisen gibt es immer Herausforderungen, und die locken einen immer aus der Komfortzone und daran wächst man einfach. Und mir hat es angefangen, direkt nach der Schule, nach meinem Abitur, bin ich nach Australien vor ein Jahr gegangen, für 9 Monate, mit 2 Kumpels von mir. Und da hat es sich eigentlich alles so entwickelt. Da kam für mich die Liebe zur Natur, da kam für mich die Liebe zum Reisen und einfach da kam auch für mich die Liebe zu diesem Abenteuer, einfach was Neues erleben. Und das hat einfach alles so entfacht. Danach bin ich nach Hause für 2 Monate und dann ging es auch ins nächste Abenteuer nach Kanada. Kanada war einfach nochmal eine Stufe krasser. Einfach noch mehr Herausforderungen. Ich habe mich in Kanada einfach unglaublich zu Hause gefühlt. Ich glaube, ich habe mich noch nie so wohl, noch nie so heimisch in einem anderen Land als Deutschland gefühlt. Ich liebe dieses Land über alles und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich nach Kanada wieder zurückkehre. Nach Kanada bin ich auch wieder nach Hause gekommen. Ich habe immer nach Kanada, nach Australien noch so ein paar kleinere Länder besichtigt und das Reisen ist so ein bisschen weitergegangen. Aber nach Kanada gab es für mich einen Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass dieser kleine Junge, der gerade sein Abitur gemacht hat, und auf einmal trifft er selber Entscheidungen und möchte sich ausprobieren und das die ganze Welt sehen. Er geht los auf eine Reise mit ganz vielen Herausforderungen und lernt unglaublich viel über neue Länder, neue Kulturen und über sich selbst. Und auf einmal möchte dieser Junge nicht mehr zurück in diesen gewohnten Alltag und möchte nicht dieses 9-to-5, dieses Standardleben leben. Aber er muss eine Entscheidung treffen. Er muss sich entscheiden, ob er alles auf eine Karte setzt, seinem Herzensruf folgt, seinen Träumen nachgeht, das macht, was er wirklich machen möchte, einfach all in geht, mit einem riesigen Risiko, und sich gegen seine Mutter stellt. Oder ob er erstmal den sicheren Weg, den einfachen Weg geht. Den Weg des Studiums. Und innerlich habe ich mir damals ziemlichen Druck gemacht. Denn ich wusste, was ich wollte. Ich wollte die Welt bereisen. Ich wollte anderen Menschen da draußen zeigen, wie schön diese Welt ist. Wie geil es ist, auf Abenteuer zu gehen, wie sehr man darin wachsen kann und wie sehr man sich zu sich selber finden kann. Doch ich habe mir selber Druck gemacht. Der Druck kam ein wenig auch von meiner Mom,
diesen Sicherheitsweg zu gehen. Und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, erstmal ein Studium zu machen. Ich muss sagen, da ich jetzt einmal draußen war und es kam für mich eigentlich nicht mehr viele Sachen in Frage, weil ich so dieses System Studium sowieso generell schon sehr in Frage gestellt habe, kamen für mich zwei Bereiche in Frage. Das eine, für was ich mich interessiert habe, war Gesundheit und Ernährung. Da habe ich mich auch hauptsächlich drauf beworben. Und dann war da ein Studiengang, der hieß Medienkommunikation in Passau. Und für den habe ich mich entschieden. Medienkommunikation an sich habe ich so gedacht, ja, passt so ein bisschen in das rein, was ich eigentlich machen möchte. Aber nicht so ganz, aber Passau. Passau. Passau ist eine kleine, wunderschöne Stadt, direkt an der Grenze zu Österreich. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich mich dazu entschieden habe. Direkt in den Bergen. Ich liebe Berge über alles. Ich habe mir halt vorgestellt, ja, dann fahre ich immer mit dem Auto rüber nach Österreich und gehe wandern und mache richtig coole Videoaufnahmen, richtig coole Fotos. Und ja, so mache ich das Beste aus meinem Studium. Ich, angekommen in Passau, mega begeistert von der Stadt, wirklich immer, bis heute noch. Das ist wunderschön. Wunderschön. Jeder, der sie nicht kennt und noch nicht da war, unbedingt mal auschecken. Passau ist ein Diamant. Ist wirklich wunderschön da. Auf jeden Fall bin ich angekommen in Passau. Studium hat begonnen. Und für mich, in meiner Wahrnehmung, war es innerlich so, für mich ist dieses Studium dazu da, um mir nebenbei ein Business aufzubauen, mir nebenbei mich in eine Position zu bringen, wo ich sagen kann, ich brauche dieses Studium nicht, ich kann auf eigenen Beinen stehen, ich kann dieses Risiko eingehen, ohne einen Studiumsabschluss meinen Traum nachzugehen. Das war mein Ziel, deswegen habe ich das Studium angefangen. So, jetzt ist es aber so, wenn du in diesem Studium bist und du jede freie Sekunde, jede freie Minute daran verwendest, quasi von dem Studium wegzukommen und Videos zu schneiden und bei dir zu Hause zu sitzen, dann ist es so, dass du dich nicht richtig wohlfühlst, oder ich habe mich nicht richtig wohlgefühlt und ich habe auch keinen Kontakt zu anderen Menschen richtig gesucht, weil ich ja darauf beschäftigt war und für mich diesen innerlichen Druck hatte, ich muss hier weg. Es hat mir einfach wirklich nicht gefallen, dieses Studium, und ich habe mich einfach in einer falschen Welt gefühlt. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt, muss ich sagen. Das ging dann eine Weile ganz gut. Ich habe nette Menschen in der Uni kennengelernt, mit denen ich auch immer in den Vorlesungen saß. Aber außerhalb der Uni habe ich mich sehr, sehr wenig mit anderen Menschen getroffen. Nur in einer Hochschulgruppe, wo es auch ums Film ging. Und sonst habe ich hauptsächlich Zeit mit mir verbracht und natürlich Videos geschnitten, weil ich ja unbedingt da weg wollte. Und das kann langfristig nicht gut gehen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es wirklich immer schlimmer wurde, innerlich. Dieser Wunsch, dieser Drang, einfach abzuhauen, meinem Herzen zu folgen, meinen Traum zu leben, der wurde immer, immer größer. Und dementsprechend wurde ich immer, immer unglücklicher mit meiner Situation. Es gab Tage, wenn ich mich gerade zurückerinnere, es gab Tage, wo ich nichts mehr gefühlt habe, wo ich wirklich gedacht habe, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Ich war eigentlich immer ziemlich gut da drin, mich selbst wieder zu fangen und ja, glücklich zu sein mit kleinen Dingen, rauszugehen in die Natur, was Cooles zu machen, Musik zu hören, mich mit Freunden auszutauschen. Aber es gab den Punkt, wo ich einfach einen Nachmittag zu Hause war, nichts mehr gefühlt habe. Mir ging es. Ich hatte einfach so einen riesen Druck im Bauch, der sich so ein bisschen nach oben gezogen hat, als ob irgendwas auf mich eindrücken würde. Und das ging einfach nicht weg. Ich konnte alles machen. Ich hätte meinen Lieblingsfilm gucken können.
Ich habe mit meinem Dad geredet, mit meinen Freunden geredet. Ich habe eine Packung Chips gegessen. Und ich bin in mich gegangen. Und es ging nicht weg, dieses leere Gefühl. Egal, was ich gemacht habe, ich habe einfach nichts dabei gefühlt. Nichts, keine Trauer, keine, nichts Positives, gar nichts. Wirklich einfach nichts. Und ich wusste einfach, so kann es nicht weitergehen. Das kann nicht mein Leben sein. Ich kann nicht weitere 2,5 Jahre vor mich dahin kämpfen und mir versuchen, was aufzubauen. Vor allem, das war erst der Anfang. Eigentlich die schlimmste Phase. Vorher war mein Studium recht chillig. Ich habe ziemlich viel Zeit gehabt. Ich konnte somit ziemlich viel Zeit damit verbringen, Videos zu schneiden, was hochzuladen. Das war so ein bisschen meine Abwechslung. Das fand ich mega geil. Das hat mich aber voll erfüllt. Und dann kam die Klausurenphase. Und in der Klausurenphase ging es richtig ab für mich. Ich habe mir eigentlich vom Studium vorgenommen, so wenig wie möglich für das Studium zu machen, einfach so durchzukommen. Aber das konnte ich innerlich irgendwie nicht mit mir vereinbaren. Ich bin ein Mensch, der will immer sein Bestes geben und 100% geben, egal in welcher Sache. Somit wollte ich auch dann das Studium zumindest gut machen und nicht gerade so durchrutschen. Deswegen habe ich auch gelernt. Einen Monat lang habe ich versucht zu lernen und nebenbei noch Videos zu machen. Und das wurde richtig krass für mich. Ich hatte keine Zeit mehr für meine Freunde, keine Zeit mehr für meine Familie und habe wirklich und wurde einfach nur immer, immer unglücklicher. Dann ist etwas passiert. Es war ein Montag. Ich war zu Hause. Ich war gerade am Medienrecht lernen, das Fach, was ich am wenigsten mochte. Und dann klingelt mein Handy. Ihr müsst wissen, mein Handy ist immer auf Flugmodus. Aber in diesem Augenblick war es nicht. Und das sollte auch so sein. Mein Handy klingelt. Ich gucke drauf. Valentin Weber, ein sehr guter Kumpel von mir. Ich gehe ran. Hey Valentin, was geht? Wie geht es dir? Und auf einmal ist da eine ganz andere Stimme. Da ist nicht Valentin. Und dann kommt da so eine Stimme. Hey Marius, ich weiß, du weißt gerade gar nicht, was abgeht, aber hier ist Damian und wir müssen uns unbedingt mal unterhalten und Passau ist bestimmt richtig langweilig, oder? Wie wär's, dass du mal nach Gifhorn kommst? Und ich so, Alter, was geht dir gerade ab? Wer ist das? Und ich habe wirklich in dieser Situation, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich war komplett überfordert. Mein Herz hat gerast. Ich war aufgeregt und ich weiß nicht, was passiert ist. Und das war mir dieser fremde Mann am Telefon und will mir sagen, dass Passau langweilig ist, dass ich nach Gifhorn kommen soll und mein Studium abbrechen soll. Und das war das erste Gespräch mit Damian Richter. Das war mein erstes Gespräch mit Damian Richter und es hat sich herausgestellt, dass Valentin bei Damian war, ein Gespräch mit ihm hatte und Damian hat zu dem Zeitpunkt eine Verstärkung für sein Team gesucht, jemanden, der ihn täglich begleitet, Videos für ihn macht, mit ihm macht. Und dann hat Valentin meinen YouTube-Kanal Damian vorgestellt und Damian habe ich angerufen. Und das hat in meinem Kopf oder in meinem Körper ordentlich was ausgelöst. Auf einmal habe ich mich gefragt, vielleicht kann ich ja doch mein Studium abbrechen. Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mein Studium abbreche. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht die Entscheidung getroffen, mein Studium abzubrechen. Es war für mich erstmal eine Möglichkeit. Ich wollte Damian erstmal kennenlernen und ich habe gedacht, das wird erstmal so, ja, ich bin dann auf seinen Workshops und filme die, alles gut und nebenbei mache ich mein Studium. So, dann habe ich erstmal alle meine Prüfungen geschrieben. Ich habe auch alle meine Prüfungen bestanden tatsächlich. Und dann kamen die Semesterferien. Und in den Semesterferien war dann mein erstes Treffen mit Damian. Ich fahre also nach Gifhorn, mit Cotti zusammen, by the way. Mit Cotti zusammen fahre ich nach Gifhorn und dann komme ich da an. Und Damian hat die Coaching-Ausbildung gemacht, der hat da gerade einen Workshop gegeben. Und dann komme ich da rein und Leute umarmen mich, Leute klatschen mich ab. Und dann kommt Damian, hey, was geht? Und klatscht mich ab und umarmt mich. Und ich habe mich gefühlt in der anderen Welt. Ich habe gedacht, was passiert denn hier? Also ich habe es gefeiert, weil ich sowas liebe. Ich habe die Energie da gespürt. Aber ich war auch so, was zum Teufel geht hier ab? Gehen wir in den Besprechungsraum. Und erzählt Damian erstmal eine Runde. Und da, falls ihr Damian nicht kennt, wenn Damian von etwas erzählt, dann ist das unglaublich energetisch und unglaublich leidenschaftlich. Und mit allem, was er erzählt hat, hat er mich einfach mega in den Bann gerissen.
hat erzählt, ja, das wollen wir machen, das ist unsere Vision und das machen wir und da sehen wir dich. Und ich war einfach mega begeistert. Ein Teil von mir war immer noch skeptisch, aber ein Teil war auch mega begeistert. Ich habe gesagt, alles klar, mal gucken, wie es läuft. Beim nächsten Workshop bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe mega Bock, das Ganze mal auszuprobieren. So sind wir auseinandergegangen. Habe das meiner Mama erzählt. Ja, ich habe das meiner Mom erzählt. Dazu müsst ihr wissen, dass meine Mom, ich liebe meine Mom und ich bin unglaublich dankbar für alles, was sie für mich getan hat, aber meine Mom hat in der Sicht eine ganz andere Sichtweise als ich. Sie ist viel mehr auf Sicherheit bedacht. Sie sieht diesen konventionellen Weg aus Schule, Studium, Haus und so weiter halt als sicher an und wünscht sich das auch für mich. Und kann nur nicht ganz so realisieren, dass das nicht meine Wahrheit ist, dass das nicht mein Weg ist. Deswegen waren die Gespräche mit meiner Mom immer sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mittlerweile ist es sehr viel besser. Aber damals war es sehr schwierig. Und dann kommt halt dieser der Sohn nach Hause und erzählt von Damian Richter und das will er alles machen und ich möchte mein Studium vielleicht abbrechen. Und kann man schon verstehen, dass deine Mutter erstmal sehr, ja, sehr bedacht ist, auf jeden Fall. Und dann kam der erste Workshop, Leute. Die Finance Masterclass war im März dieses Jahres. Das war mein erster Workshop und der Workshop war wow. Diese Energie da einfach absolut einzigartig. Ich war an diesem ganzen Wochenende in einem Flow-State. Es war unglaublich. Leute abgeklatscht, umarmt, getanzt, Party gemacht, unglaublich viel auch mitgenommen. Und ich habe mich ziemlich aufgenommen gefühlt. Es war wie eine Familie. Und die Herausforderung war, dass es war so eine Art Generalprobe für Cotti und mich. Wir beide sollten einen Film, ein kleines Video zusammenstellen von diesem Workshop. Und diesen Film, der Workshop ging von Freitag bis Sonntag, wir sollten den Film am Ende des Workshops Sonntagabend vorstellen. Mit sehr wenig Schlaf, 2-3 Stunden pro Nacht, haben wir es geschafft. Es war eine riesen Herausforderung. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Aber wir haben es geschafft. Wir hatten den Film gerade so fertig. Und dann gingen die Lichter aus. Wir sollten kurz vorstellen, dass wir einen Film gemacht haben. Und dann ging der Film an. Und ich stehe da hinten. Und mein ganzer Körper hat vibriert und gezittert. Und ich hatte Angst. Wow! Wisst ihr, wenn man Videos macht oder allgemein, wenn man irgendwas kreiert und das zum ersten Mal und das noch nicht gewohnt ist und zum ersten Mal einer größeren Menge von Menschen vorstellt, ist man immer richtig aufgeregt, weil man irgendwie innerlich hat man noch so Angst vor Ablehnung, dass das, was man kreiert hat, nicht so ankommt. Also stehe ich da hinten. Cotti auch. Mega. Mega aufgeregt, mega nervös und wir gucken uns an und denken einfach nur, puh, puh. Dann ist der Film vorbei und die Leute springen auf und klatschen und freuen sich und in dem Augenblick war ich wurde richtig mitgenommen von dieser Energie. Wir sind rauf auf die Bühne und dann standen wir da vor 150 Menschen, die uns zujubeln und in diesem Moment habe ich mich richtig angekommen gefühlt. Dieser Moment, einfach dort oben zu stehen auf einer Bühne von 150 Menschen, die das feiern, was du gerade kreiert hast, die von dem berührt sind, was du gerade kreiert hast. Ein Moment ist mir noch besonders in Erinnerung. Wir stehen auf einer Bühne, Damian auch da, nimmt uns beide in den Arm und sagt, willkommen in meinem Leben. Dieser Satz hat wirklich etwas in mir ausgelöst. Und nach diesem Workshop habe ich direkt gesagt, scheiß drauf, ich breche mein Studium ab, ich höre auf mein Herz, ich gehe dem nach, was ich wirklich machen möchte und ab sofort lebe ich meinen Traum. Ganz egal, was andere darüber denken, ich respektiere andere Meinungen, aber es ist mein Leben, es sind meine Entscheidungen und ich muss dafür sorgen, dass ich glücklich bin, dass ich meinen Weg gehe.
Nach diesem Workshop gab es erstmal eine lange Pause, weil ich auch erstmal nach Nepal gegangen bin und ich noch nicht fest da mehr gearbeitet habe. Und in dieser Workshop-freien Phase für mich kam auch wieder meine negativen Gedankenmuster hoch und ich habe alles wieder so ein bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich das Richtige für mich ist, ob das der richtige Weg ist. Und weil ihr müsst wissen, ein Studium ist halt viel bequemer. Aber ich wusste halt tief im Inneren, das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Danach kam das Level Up Your Life. Danach kam die Mallorca Masterclass. Seitdem ist unglaublich viel passiert. Ich bin auf einem Weg, von dem ich überhaupt noch nicht weiß, wo er mich hinführen wird. Der unglaublich herausfordernd ist. Der auch unglaublich Spaß macht, weil ich unglaublich daran wachse, unglaublich viel lerne. Und weil ich in einer Umgebung bin, die mich fördert. Warum erzähle ich euch das Ganze und warum mache ich eigentlich diesen Podcast? Wisst ihr, in dem Studium habe ich für mich realisiert, dass das, was ich zurzeit in diesem Moment da gemacht habe, mich nicht glücklich gemacht hat. Und dieser Ruf meines Herzens, dieser Ruf, meinen Träumen nachzugehen, der wurde immer größer. Und ich weiß, es gibt da draußen Menschen, die zurzeit in einer Situation sind, wo sie einfach nicht glücklich sind, wo sie merken, dass sie nicht 100% erfüllt sind. Und diese Menschen, die spüren, da ist etwas in mir, was raus will. Da ist eigentlich so viel mehr möglich in diesem Leben. Und das sind diese Träume, das sind diese Visionen. Und ich möchte euch mit meiner Geschichte dazu inspirieren, diesen Schritt zu gehen, den Mut aufzubringen, ins Unbekannte zu tappen, ein Stück weit die Sicherheit aufzugeben. Ich weiß, es werden Challenges folgen und es wird immer größere Herausforderungen geben. Aber das, was auf der anderen Seite ist, das ist unbezahlbar und das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Und versteht mich nicht falsch, ich bin selber noch ganz am Anfang von diesem Weg. Und das ist das Geile. Wir beide können diesen Weg zusammen gehen. Ich möchte meine Erfahrung meines Lebens mit euch teilen, damit ihr euch vielleicht ein Stück weit darin wiedererkennen könnt, davon vielleicht ein Stück weit inspiriert werdet. Und vor allem, dass wir uns beide austauschen können. Denn es ist unglaublich schwer, diesen Weg alleine zu gehen. Aber stellt euch mal vor, wir sind eine Community, wir sind eine Gruppe von Menschen, die alle Träume haben, die alle Visionen haben, die alle diesen Weg ein Stück weit gemeinsam gehen und wir können uns dabei gegenseitig unterstützen. Und mein Ziel und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich wieder daran glauben zu lassen, dass sie ihre Träume leben können und dass sie ihrem Herzen folgen. Und wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit und ich glaube, dass wir heute Möglichkeiten haben, die es nie zuvor gab. Und wir müssen diese Möglichkeiten nutzen. Und wir müssen eine gemeinsame Welt erschaffen, die besser ist, die gütiger ist als alles, was davor war. Und ich freue mich riesig, dass du die erste Folge von Dreamer's Journey bis zu diesem Punkt angehört hast. Ich freue mich riesig, dass du auf diesem Weg dabei bist. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Danke für deine Zeit und danke, dass du mit mir diesen Weg gehst. Bis zur nächsten Woche. Das, meine Freunde, war die erste Folge von A Dreamer's Journey. Hör auf dein Herz und lebe deinen Traum. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, dieser Typ ist eigentlich ziemlich cool, aber wie kann ich den eigentlich unterstützen? Dann kannst du jetzt diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. Und du kannst in der Beschreibung auf mein Instagram-Profil gehen und auf meinen YouTube-Channel gehen, die beide abonnieren und dann können wir uns weiter austauschen. Du kannst weiter meinen Weg verfolgen
und hoffentlich kann ich auch deinen Weg verfolgen. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, für deine Energie. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.